Test 2, 3, 4, 5. Liebe Leute, wenn ihr glaubt, dass die letzten Spinnendokus aus September, die jetzt auch noch im Oktober angelaufen sind, auch nur ansatzweise beeindruckend waren, dann habt ihr keine Vorstellung, was für ein Herzinfarkt ich gerade zu tun hatte. Was für ein Drecksvieh gerade angekrabbelt kam, ey. Alter, hab ich einen Schock weg. Das lief auf einmal an meinem DVD-Player und hielt an meinem Bett. Und ich zeige euch das jetzt. Das ist ein Oschi. Ich hab's in meinem Topf gefangen. Das ist eine Riesentarantel. Ich hab so viel seit Jahren nicht mehr gehabt. Die ist doppelt so groß, Minimum, wie die letzte dieser Art, die ich in meinem Bad fing. Da ich irgendwas von Naheinstellgrenze gehört habe, nehme ich keinen Zoom mehr. Aber ich kann diesen Topfdecke nicht öffnen. Wenn die rauskommt, die läuft eine Kamera. Ich habe eine Jamme genommen und sie in den Topf geschubst. Ich war der mutigste Mensch im Universum. Oh, sie schafft es scharf zu stellen. So, nun lauf mal. Hallo. Ja. Komm, bis 1000 km/h, lauf mal. Ha. Oh Gott. Das ist echt nicht schön, wenn auf einmal langsamen Schrittes dieses Ding rechts am Brett an meinem DVD-Player vorbei kommt und vor meinem Bett sitzt. Ich hab geschrien, das könnt ihr euch nicht vorstellen, und auf einmal hielt dieses Vieh an. Scheint mein Schrei irgendwie wahrgenommen zu haben. Und dann habe ich aber erst mal das Bett frei geräumt. Alles zur Seite, weil sie gleich auf mein Bett springt und auf mich mit 1000 Gramm angekrabbelt kommt. Und dann habe ich lange überlegt, wie ich sie fangen kann. Habe mir dann langsam meinen Kochtopf, meinen riesen, den größten, den ich zur Verfügung hatte, weil ein Glas, die hätte daneben hupen können, ginge nicht. Also habe ich ganz langsam den Kochtopf drunter gehalten und dann eine Gabel genommen und sie reingeschubst. Und jetzt, ja, lasse ich sie auf meinem Hof raus, mit der innigen Hoffnung, dass die nie wieder in mein Haus kommt beim nächsten Mal. Wenn ich die nochmal im Haus erlebe, drehe ich drauf. Das geht gar nicht. Aber das ist auch eine riesengroße Matzerei, weil die hat unglaublich viel Innereien. Und, ja. Also, das sind nicht die größten in Deutschland. Jack Frucht hatte mal in einem seiner Videos, aber die hat er, glaube ich, gelöscht und nicht mehr hochgeladen. Jack Frucht hatte mal in einem seiner Videos noch viel größere. Also, die hatten den Körper 8-mal so groß wie die hier. Aber immer noch kleiner als Vogelspinne oder so. Die sind höher, im Sinne von dicker. Und auch etwas breiter. Ungefähr so von der Größe her wie eine halbe Vogelspinne. Und natürlich dünnere Beine. Aber solche Viecher gibt es in Deutschland und das geht gar nicht. Könnt ihr denen mal sagen, dass die nicht mehr existieren dürfen? Oh Gott. Ich möchte nicht mehr in so warmen Regionen leben. Also das ist echt ein übler Oschi. Aber die hat Nerven. Also die ist geschillt. Die bleibt öfters mal ruhig. Die hat sich noch nicht allzu oft mit 1000 km/h. Aber wie und wann die das in mein absolut dichtes Gästezimmer überhaupt hineingeschafft hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Schaut euch diesen Brummer an, ey. Größer als meine Hand. Ja, wo ist meine Hand? Also wenn ihr die komplett ausbreitet, ist die so groß wie meine Hand. Also mit komplett ausgebreiteten Beinen vorstellen. Wie schon gesagt, die letzte, diese schwarzen, die war ja gar nicht so schwarz, die war noch viel jünger und kleiner. Aber dieses Vieh, ey, ich muss jetzt irgendwie ganz weit hinten an meinen Hof auskippen und es schneller in mein Haus schaffen als die. Denn die sind echt schnell. Die sind ultra flink. Die haben Schiss ohne Ende, die greifen zum Menschen, zum Glück Menschen nicht direkt an. Aber die hat mir mal den Abend vermiest. Alter, ich kann mir nicht vorstellen. Wenn auf einmal so ein Oschi vor euch ist, dann habt ihr wirklich allen Grund, Schiss zu haben. Also, wie schon gesagt, 12. September plus minus rum, oder? War es der dritte? Ach, keine Ahnung. Mein erstes Spinnenvideo. Ich verlinke es nochmal am Ende hier, wenn ich es nicht vergesse. Da habt ihr die kleine Babyversion davon gesehen. Das ist wirklich die ausgewachsene Version. Und so einer ausgewachsenen schwarzen Spinne begegne ich im Schnitt nur alle 5 Jahre einmal. Manchmal liegen sogar 10 Jahre dazwischen. A, schwarze Spinne, B, ausgewachsen. Ganz, ganz selten. Wie schon gesagt, im Babyformat auch nochmal genauso selten. Und auch, ich halte die mal ins Licht für euch.
Das ist echt keine nette Spinne. Alter, wie groß wird die sein? Oh, locker. 5, 6, 7 Zentimeter jetzt, wenn sie die Beine angewinkelt hat. Das ist locker 7 Zentimeter. Das ist so eklig und die sitzt gerade beim Nudeltopf. Oh, ihr könnt euch vorstellen, wie sich jede Zelle von mir gerade zusammenzieht. Spinnen sind so was von eklig. Und ich bin ein Mensch, der hat keine wirkliche Spinnenphobie. Also gerade bei Zitterspinnen, die kann ich sogar in die Hand nehmen, kurzzeitig, ohne dass ich jetzt extrem Panik kriege. Aber, es läuft! Oh Gott, und sie läuft auf meine Hand. Obwohl Stahl dazwischen ist, habe ich gerade Panik. Und jetzt versucht sie da hochzukrabbeln. Alter, Stahl dazwischen und ich habe trotzdem noch Ehrfurcht vor dem Vieh. Alter Schwede. Ehrfurcht oder Furcht ist eine Mischung aus beides. Nur Mut, das habe ich gerade gar nicht. Alter, und dass die dir hochkrabbeln kann, so schnell könnt ihr nicht gucken, wie ich da den Deckel drauf gemacht habe. Alter, so ein Vieh, ey, das geht gar nicht, Leute. Sag dem Vieh, dass das gar nicht geht. Ich habe keine Nerven mehr. Sie hat mir gerade den letzten Nerv. Und jetzt überlege ich, wie ich auf den Hof komme. Ich habe nicht keine Hausschuhe mehr. Ich war auch nicht barfuß auf dem Hof. Ja, ich drück mal Pause, hol mir noch Schuhe. Die Spinne ist größer als mein Topf. Und also mit angewinkelten Beinen locker 7 cm. Wenn es ausbreitet, ist, kommt die bestimmt locker auf 10 cm. Und das ist schon eine kleine Hand. Also das ist wirklich breitbeinig da. Oh Gott, ist das ein großes Vieh. Ich will nicht mehr. Gott, das geht gar nicht. Kann ich nicht zum Nachbar laufen? Die haben Krach, die machen Krach, die verdienen das. Ich drück mal Pause. Hier ein Beispiel. Da läuft gerade ein Ganker. Habe ich null Probleme mit, am Bein zu nehmen und am Bein zu krallen und nach draußen zu schützen. Lebt mal nach draußen, ne? Falsche Richtung. Nach draußen bitte. Da sind sie. Ja, geh mal raus, danke. Kanker hier ab. Hau ab. Hier raus. Niemand will dich hinterholen. Wie jetzt läuft er da draußen rum? Ist doch noch Tür verschwunden. Auch noch ein Babykanker ist da. Gerade zwischen meine Beine. Ich geht. Ach, das ist doch alles nicht mehr. Nee, ich mag nicht mehr. Hoffentlich reicht der Akku noch. Wie viel raus war da? Ach, das ist doch ein Image. Gott, mein Nerv. Oh Gott, mein Nerv. Mal 100 oder 100 Watt lieber. Heftig. Bestimmt das tödlichste Tier auf der Erde. Jetzt hier hinten mal hoch hin. Und dann kippe ich diese, ich nenne die immer liebevoll 1000 km/h Spinne. Ob ihr es noch sehen werdet, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt den Deckel geöffnet und todesmutig. Lass sie mal rauskrabbeln. Ja. Ja, falsch richtig. Falsch richtig. Gehst du in mein Haus? Dreh, zerlatsche ich dich. Sind noch mal im Mülltonne krabbelt. Ich mach mal schön die Tür verschließen. Das ist zu viel des Guten. Spinnen dieser Größe und dieser Geschwindigkeit, die sind zu viel des Guten. Merkt euch das, schreibt euch das mal auf. Nehmt euch jetzt einen Platz und schreibt auf. Zu viel des Guten. Oh, leckt mich am Arsch. Ich bin jetzt halt nackt. Hat die Kamera hastig ruckt. Ich hoffe, ihr habt meinen Penis nicht gesehen. Jetzt muss ich den rausschneiden. Ah, ich habe so einen schönen Penis. Aber das ist heute nicht das Thema. Oh Gott. Oh meine Nerven. Oh meine Nerven. Oh Gott. Ich bin kreidebleich. Ich bin schon 1000 Jahre alt. Oh meine Nerven. Gott, ist mir schlecht. Nie wieder Spinne. Nie wieder.